Leute, Leute, Leute. Gestern kam das neue Osterupdate für Roblox Brookhaven raus. Wie jedes Jahr kann man 4 verschiedene Modis auswählen, wo man Ostereier suchen kann. Für jeden Modus, den man abgeschlossen hat, kriegt man ein wunderschönes Auto freigeschaltet. Und ich werde euch im heutigen Video zeigen, wo jedes Ei in jedem Modus versteckt ist. Und wir reden nicht so lange und ich würde sagen, los geht's. Okay, Leute, es ist soweit. Wir stellen uns hier vor diese Tafel und wählen den ersten Schwierigkeitsgrad aus. Und zwar easy, was so viel bedeutet wie einfach. Let's go, wir drücken drauf. Und ihr seht es schon, warten wird geladen. 0 von 10 Eier. Das bedeutet, wir müssen 10 Eier finden. Der einfache Modus ist natürlich ziemlich einfach. Bedeutet, nur hier am Spawn kann man suchen. Nur auf dieser Fläche. Bedeutet, ja, das ist relativ einfach. Da haben wir hier ein Ei. Hier hinten ist ein Ei. Hier dahinter der Pflanze ist ein Ei. Bei der anderen Pflanze ist hier ein Ei. Dann hier in der Pflanze im Brunnen befinden sich sogar 2 Stück. Warte, zack. Und den anderen, zack, sammeln wir beide auf. Dann hier in dieser Pflanze ist auf jeden Fall noch eins. Hier bei der Polizeistation ist noch eins. Und hier neben dem Brunnen liegt auch noch eins. Und damit hätten wir auch soweit alles abgeschlossen und haben jetzt dieses wunderschöne Auto freigeschaltet. Schreibt auf jeden Fall eure Meinung zu dem Auto in die Kommentare. Würde mich mega interessieren. Aber wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun, weil jetzt kommt Mittel. Let's go, auf geht's. Bei Mittel geht es darum, 15 Eier zu finden. Und hier ist sofort das erste. Sofort neben dem Schild befindet sich das erste. Wichtig zu erwähnen ist natürlich, dass beim Schwierigkeitsgrad Mittel, naja, die ganzen Eier nicht allzu schwer versteckt sind. Hier ist auf jeden Fall eins. Blub, was wir schon einsammeln können. Auch hier Luftbad unter der Rutsche beim Pool ist auch eins versteckt. Und die ganzen Eier, die sind so versteckt, dass sie nicht in Häusern versteckt sind beim Mittel, nämlich einfach nur außerhalb. Und das könnt ihr auch sehen, da hinten haben wir eins, da werden wir auch gleich hingehen. Hier haben wir auf jeden Fall eins beim Motel-Schild. Das werden wir auf jeden Fall einsammeln. Dann gehen wir als nächstes darüber zur Bank, also zur Brookhaven Bank. Und dort hier in dieser kleinen Minigasse ist ein weiteres Ei, was wir aufsammeln können. Damit haben wir schon 5 von 15. Das heißt, wir haben ein Drittel einfach gesammelt. Und wir laufen einfach weiter in Richtung von Brooks Diner. Und ihr werdet schon sehen, da hinten beim Brooks Diner Schild ist das nächste Ei, was wir einsammeln können. Und wenn wir hier sind, sehen wir noch ein weiteres Ei da hinten, was da einfach so komisch rumliegt. Und das sammeln wir auch einfach mal auf. Zack, let's go. Beim Kino haben wir dann das Ei auch schon mal. Dann hier beim Grocery Store ist ein weiteres Ei. Ein Ei, was ich jetzt gerade die ganze Zeit vergessen habe, ist das hier. Das ist nämlich das letzte Ei, was noch hier am Spawn ein bisschen rumchillt, was ich irgendwie vergessen habe einzusammeln. Und dann laufen wir einfach weiter zur Eiscreme-Ladenstation. Keine Ahnung. Und hier ist ein weiteres Ei hier in der Ecke. Let's go. Und hier können wir auch ein bisschen weiterlaufen. Und nämlich hier, oh, das ist sehr schwer getarnt, weil das Ganze auch grün ist. Aber hier ist ein weiteres Ei. Blub. Ohne den Schatten hätte man das wahrscheinlich sehr, sehr schlecht gesehen. Dann machen wir uns auf den Weg weiter zum Krankenhaus. Let's go. Hier ist ein weiteres Ei. Blub. Das sammeln wir auch einfach mal ganz spontan auf. Als nächstes gehen wir hier hinten zur Schule, weil bei der Schule hier hinten in der Ecke liegt auch ein kleines Ei für uns. Blub. Sammeln wir auch auf. Und hier hinten beim Daycare ist dann noch ein weiteres Ei. Und wenn ihr euch da irgendwie daneben vorbeiguckt, dann seht ihr, bei der Poststation ist ein weiteres Ei, was wir einsammeln können. Let's go! Und damit haben wir 15 von 15 Eiern gesammelt und haben das nächste Auto freigeschaltet, was wir uns mal ganz kurz hier angucken können. Sieht auf jeden Fall viel besser aus als das erste Auto, was wir da hatten. Wir können das Ganze ja mal nebeneinander standen und vergleichen. Leute, was ist das da? Naja, egal. Auf jeden Fall ist es ein bisschen süß gemacht so. Und das Auto finde ich aber, sieht ziemlich cool aus. Keine Ahnung. Ihr könnt ja bewerten in den Kommentaren, welches ihr davon am besten findet. Und ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Schwierigkeitsgrad, nämlich Hard. Und ihr werdet schon sehen, bei Hard geht es darum, 25 Eier zu finden. Oh mein Gott, wie soll ich die jemals finden? Naja, ganz so schwer ist es nicht, das Ganze zu finden. Das Erste, was man natürlich übersehen kann, ist das hier oben beim Brunnen. Nämlich müssen wir das einfach mal ganz kurz aufsammeln. So, warte, warte, komme ich da hoch ohne Leiter? Perfekt. Und blub, damit hätten wir auf jeden Fall schon das Erste eingesammelt. Und das da oben sehen wir natürlich auch sofort im Auge. Blub, let's go. Fliegen wir da hoch? Warte mal, ist hier noch eins oder so? Oder warum war der Schatten so komisch? Keine Ahnung. Jedenfalls haben wir dort das zweite von 25. Hier können wir dann ins Wasser springen, blub. Und hier in der Ecke chillt auch ein weiteres Ei, was wir erstmal aufsammeln werden. Dann laufen wir ein bisschen weiter, nämlich hier zu dem kleinen Spielplatz vom Daycare. Und hier in der Ecke ist ein weiteres Ei. Das sammeln wir auch einfach mal ganz entspannt auf. Und ich würde sagen, wir nehmen uns jetzt mal ganz kurz ein Skateboard, damit wir uns vielleicht ein bisschen schneller bewegen können. Blub, let's go, machen das natürlich auf volle Geschwindigkeit. Und ja, dann fahren wir in Richtung Motel, weil hier hinten gibt es auch ein wunderschönes Ei, was man finden kann. Und zwar einfach hier oben über der Tür einfach mal springen, blub. Und damit hätten wir schon 5 von 5.
25. Als nächstes fahren wir in Richtung Brooks Diner, würde ich sagen. Let's go, gehen wir hier rein. Hier haben wir ein Ei, was hier sofort in der Ecke liegt, was wir ganz entspannt aufsammeln können. Dann können wir erstmal hier oben aufs Dach gehen. Oh, wenn ich hier raufkomme. Blub. Und hier oben ist auch noch ein zweites Ei. Das ist eigentlich gar nicht mal so gut versteckt. Das kann man auf jeden Fall von unten sehen. Und ja, hier beim Flughafen gibt es auch ein weiteres Ei, was einfach hier oben auf diesem Dings drauf liegt. Keine Ahnung, wie ich das am besten sammeln soll. Warte, kann ich so machen? Warte, zack, let's go. Damit haben wir es gesammelt. Man kann es auch natürlich mit einer Leiter holen. Geht natürlich auch ein bisschen einfacher, glaube ich. Hätte ich es einfach mal gesagt. Und wir fahren dann wieder weiter in Richtung Kino. Weil im Kino gibt es hier auf der rechten Seite, also wirklich beim Kino, gibt es auch ein Ei. Und zwar dort oben in der Ecke. Let's go. Das sammeln wir erstmal auf. Wenn wir schon beim Kino sind, fahren wir einfach sofort weiter in Richtung Autohaus. Denn hier beim Autohaus in der Ecke richtig fies versteckt einfach ein weiteres Ei. Oh mein Gott, wie soll man auf sowas kommen? Das Versteck ist auf jeden Fall relativ krass, würde ich sagen, an dieser Stelle. Auf jeden Fall fahren wir einfach mal weiter. Grocery Store ist hier. Den haben wir hier auch ganz chillig. Und wenn man hier sich so ein bisschen umguckt, dann werden wir sehen, hä, warte mal, was ist da oben los? Da ist auf jeden Fall ein weiteres Ei beim Club einfach. Und von hier aus kann man wahrscheinlich mit dem Skateboard einfach so rüberspringen. Ja, wahrscheinlich kann man das auch normal. Let's go. Damit hätten wir auch schon das nächste Ei. Und da werden wir einfach mal ein bisschen weiterfahren. Wieder zurück zum Autohaus, weil ich das Ei gerade ein bisschen vergessen habe, glaube ich. Und ja, wir müssen nämlich hier oben hinfahren, dann hier rüber, blub, dann sind wir hier unten auf dieser kleinen Etage und hier ist ein weiteres Ei, was man einsammeln kann. Aber gut, machen wir hier in dieser Straße wunderschön weiter, nämlich hier beim Arcade, nicht direkt beim Arcade, sondern oben drüber ist ein weiteres Ei hier oben, blub, sammeln wir das Ganze einfach mal ganz entspannt ein und wir sehen da oben, warte mal, was macht dieses Ei auf der Polizeistation? Okay, lass uns das Ganze einfach mal ein bisschen aufsammeln, blub, let's go, einfach mal ganz entspannt hier hoch, zack, und damit hätten wir schon das 14. Ei von 25, ey, wir sind echt gut dabei, das heißt, uns fehlen nur noch 11 Eier, die wir sammeln müssen. Und ich würde sagen, wir gehen weiter hier in die Town Hall bzw. ins Rathaus. Und dann gibt es hier oben dieses Courtroom, keine Ahnung. Und hier ist auch ein Ei versteckt. Guckt euch mal an, wie fies das Ganze versteckt ist. Also wirklich, das ist irgendwie schon ein bisschen fies, oder? Naja, auch eigentlich egal. Dann gehen wir als nächstes ins Krankenhaus, würde ich sagen. Und ihr werdet hier sofort euch umdrehen können. Zack, und dann einfach blub, hochspringen. Und dann haben wir 16 von 25. Jetzt gibt es nochmal ein Ei, was ein bisschen fieser versteckt ist. Das kann ich euch leider sehr, sehr schlecht zeigen. Aber ihr müsst euch vorstellen, hier, ich glaube, das ist das Grab, oder? Ist das da? Ich glaube, das ist das da auf jeden Fall. Hier kann man reinfallen. Und wenn man da reinfällt, zack, let's go. Dann haben wir 17 von 25 Eiern auf jeden Fall gefunden. Also hier drin war auch ein Ei. Einfach reinspringen und hier sollte dann irgendwo ein Ei rumliegen. Das heißt, es geht ganz einfach. Einfach mitnehmen. Als nächstes gehen wir hier in die Schule erstmal ganz entspannt rein. Und ihr werdet schon sehen, hier in der Schule sieht nichts so auffällig aus oder so. Aber hier sofort der erste Klassenraum auf der rechten Seite hat hier oben ein Ei versteckt. Blub, 18 von 25. Dann können wir weiter nach oben fahren. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, war es hier? Nee, es war nicht hier. Dann war es auf der Mädchentoilette. Ja, genau. Hier ist es schon. Plupp. Let's go. Sammeln wir das Ganze ganz entspannt auf. Dann fahren wir weiter nach unten in Richtung Sporthalle. Nämlich hier. Und zwar genau dort auf dem Basketballkorb ist einfach ein weiteres Ei. Dafür brauchen wir aber jetzt wahrscheinlich, glaube ich, wirklich die Leiter. Aber das ist nicht so schlimm. Warte, wir nehmen uns hier die Leiter raus. Blub. Let's go. Gehen runter vom Skateboard. Platzieren die Leiter kurz hier hin. Zack. So. Warte. Oh, nee. Ich bin ein Noob. Warte. So, ab geht's hier hoch, dann zack, da hoch. Let's go, damit hätten wir das 20. Ei, würde ich sagen. Dann nehmen wir uns ein weiteres Skateboard und fahren einfach mal weiter. Also, nehme ich das nächste Ei, was wir hier haben, ist hier so von neben dran bei der Poststation. Richtig fies versteckt, nämlich hier unten drunter. Oh mein Gott, wie fies ist das versteckt? Man kann es vielleicht von da draußen erkennen, aber bin ich mir nicht so ganz sicher. Ja, als nächstes fahren wir auf jeden Fall nach oben und wir sehen schon, wenn wir uns einen Döner holen wollen. Warte mal, ich will aber kein Ei mit auf meinen Döner, oder? Keine Ahnung, wir sammeln das Ganze einfach mal ein. Das nächste Ei befindet sich so hier neben dem Dönerladen oder Los Pachos, keine Ahnung. Hier nämlich die Subway-Station. Gehen wir einfach mal nach unten, weil hier drin ist natürlich auch eins ziemlich fies hier in dieser U-Bahn versteckt. Damit hätten wir auch schon 23 und uns fehlen nur noch 2 Eier, die sofort hier in der Nähe natürlich sind. Und dann gehen wir hier einfach mal bei Starbucks Coffee rein und ihr werdet sehen, hier in dieser kleinen Ecke. Und das nehmen wir auch mal mit. Und das letzte Ei ist sofort daneben, nämlich hier im Rockstar, hier unten unter der Theke versteckt. Okay, let's go. Damit hätten wir auch das nächste Auto schon freigeschaltet. Okay, gucken wir uns das Ganze hier einfach mal an. Ja, das Ganze ist ziemlich entspannt hier. So, das Auto wird auf jeden Fall größer. Man kann ja auch diesen Knopf drücken. Das kann man, glaube ich, bei jedem Auto aber machen. Und dann sind da einfach überall Eier am Auto dran. So Ostereier. Richtig, richtig cool gemacht. Muss ich ehrlich zugeben. Aber Leute, ich würde sagen, jetzt kommt das Allerschwerste von allen. Und zwar der Extreme Mode. Leute. Let's go. Wir drücken drauf. Und ihr werdet sofort sehen,
35 Eier müssen wir sammeln. Und ihr seht, ja, hier ist nichts einfach mal so nebenbei irgendwo. Nein, Leute, gar nicht. Ich glaube, die meisten Leute gucken dieses Video auch wegen dem Extreme Mode, weil sich viele Leute denken, ey, ich finde diese ganzen Eier nicht und sie sind echt schwer versteckt. Bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Also, das ist wirklich richtig heftig. Hier in der Polizeistation haben wir sofort zwei Stück, wenn ich mich nicht irre. Und zwar einmal hier in dieser Zelle gibt es nämlich eins, was hier sofort hinter dem Bett versteckt ist. Let's go, nehmen wir das. Das ist die erste Zelle hier, wenn man sofort hier lang geht, rechts. Also, das ist irgendwie, das zu finden ist, ist auch ein bisschen schwieriger, aber ich denke, das ist machbar. Hier gibt es auch was richtig fies versteckt, da oben in der Ecke. Let's go, blub. Damit hätten wir den zweiten von 35. Ich würde sagen, wir machen hier am Spawn sofort auch weiter und gehen hier unten in die U-Bahn-Station, nämlich in der U-Bahn-Station. Das ist so ein bisschen einfacher versteckt, hätte ich jetzt gesagt. Nämlich hier auf der rechten Seite in diesem kompletten komischen Gang ist ein weiteres Ei oben an der Decke. Blub, sammeln wir das auf. Damit hätten wir 3 von 35. Das nächste versteckte Ei finden wir hier im Grocery Store. Einfach über die Straße gehen, ganz entspannt. Ist auch richtig fies versteckt und kann man nicht sofort finden. Ja, nämlich da oben. Oh mein Gott, wie krass ist das versteckt. Blub, sammeln wir das Ganze einfach mal auf. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen schwieriger versteckt, aber kann man auf jeden Fall finden. Ist machbar. Dann laufen wir hinten auf jeden Fall weiter in Richtung Autohaus. Und beim Autohaus gibt es sogar 2 Stück, die da versteckt sind. Auch richtig fies versteckt. Nämlich einmal hier haben wir einmal diesen Anfangsraum im Autoshop. Und hier in der Ecke, warte, hier in dieser Ecke, blub, let's go, 5 von 35, war auf jeden Fall auch eins drin. Ist natürlich ein bisschen schwer für euch zu zeigen, aber ihr seht es oben bei 5 von 35, wo das Ganze steht, da ist auf jeden Fall auch eins. Und ich habe gesagt, beim Autohaus gibt es auf jeden Fall 2. Ja, das andere ist einfach hier oben auf dem Dach. Gehen wir einfach mal nach oben und ihr werdet sehen, zack, hier in dieser Ecke auf der rechten Seite, blub, let's go, können wir ein weiteres Ei entdecken und aufsammeln. Und ich würde sagen, wir machen hier einfach sofort weiter und latschen in Richtung Tankstelle auf jeden Fall. Hier ist die Tankstelle Rotten Robbie und hier dieser kleine Lebensmittelmarkt, da können wir auch einfach mal entspannt reingehen. Und es gibt ja hier dieses Secret, das dachte ich auch am Anfang, dass hier was versteckt ist. Aber nein, einfach hier oben. Blub, warte mal, wir springen da kurz nach oben. Zack, hier ist nämlich ein weiteres Ei. 7 von 35. Da machen wir auch auf jeden Fall mal weiter hier mit Car Wash, was sofort neben der Tankstelle ist, weil im Car Wash gibt es auch ein weiteres Ei. Warte mal, wo ist das? Da oben. Zack, let's go. Und hier in der Nähe ist sogar sofort noch ein weiteres Ei, nämlich hier unter der Brücke irgendwo versteckt an einer dieser Säulen. Ich glaube, es ist hier die erste Säule, die man hier sieht. Ja, da ist nämlich ein Ei, auch wenn es ein bisschen dunkler ist. Ich hoffe, ihr könnt das Ganze sehen. Blub, sammeln wir das Ganze einfach mal ganz entspannt auf. Dann laufen wir einfach mal ganz entspannt in Richtung Kino. Zack, öffnen diese Tür und gucken uns hier ein bisschen um. Nämlich genau hier beim Modeling auf jeden Fall, was hier hinten steht. Dieser kleine Laufsteg, wo man ein bisschen laufen kann und, keine Ahnung, Model sein kann oder so. Hier hinten gibt es auf jeden Fall auch eins. Nicht sofort hier drin, sondern hier außerhalb. Einfach mal hier draußen versteckt in dieser kleinen Ecke, wo nie irgendjemand hingeht. Ohne Witz. Aber ich glaube, das sind irgendwie die perfekten Verstecke, weil irgendwie findet nie irgendjemand das. Der extreme Modus ist natürlich ein bisschen krasser. Das heißt, hier sind sie einfach überall versteckt. Aber noch lange nicht so schwer wie letztes Jahr bei diesem Candy suchen. Das war auf jeden Fall richtig, richtig schwer. Hier gibt es auf jeden Fall, warte, hier sollte es ein weiteres geben. Da in der Ecke. Oha, richtig schwer versteckt. Einfach hier im Haarsalon, Haarnails, keine Ahnung, also Haare und Nägel. Und da ist einfach eins versteckt in dieser Ecke. Richtig krass versteckt. Aber wir können hier auch weitermachen sofort beim Arcade, wenn wir schon in der Nähe sind. Let's go. Genau, da in der Ecke natürlich auch ganz, ganz fies. Es ist auch so dekoriert, ist wie der Boden. Aber sammeln wir es auch. Blub. Und damit hätten wir schon 12 von 35. Und da wir schon in der Nähe sind, gehen wir einfach sofort weiter in Richtung Krankenhaus. Und hier im Krankenhaus wird es natürlich ein bisschen schlimm, weil ich glaube, dieses Ei im Krankenhaus, was nämlich hier auf der rechten Seite beim X-Ray versteckt ist, oben in der Ecke, war das letzte Ei, was ich gestern im Livestream finden musste. Das heißt, das 35. Ei, das letzte, was mir gefehlt hat. Und ich hatte keine Ahnung, wo es ist. Bedeutet, ich musste mich damit rumschlagen. Aber zum Glück habe ich es irgendwann gefunden. Und naja, war auf jeden Fall ziemlich anstrengend. Aber auf jeden Fall, hier gibt es ein weiteres Ei, was einfach hier richtig fies im Baum versteckt ist. Let's go, sammeln wir auch auf. Damit haben wir 15 von 35 und machen sofort weiter hier mit dem Rathaus, würde ich sagen. Im Rathaus gibt es, glaube ich, auch 2 Stück oder so. Ne, doch 2. Nämlich einmal hier im Wasser gibt es eins. Blub, let's go, sammeln wir das Ganze auf. Und wenn wir jetzt hier irgendwie hinter... Warte, kommen wir irgendwie dahinter? Ich würde sagen, wir nehmen ganz kurz einfach mal ein Skateboard hier, damit wir uns ein bisschen schneller fortbewegen können. Das Ganze ist dann ein bisschen einfacher für mich und für euch. Und wir fahren einfach mal hier hinter das Rathaus, hier nach oben. Und ihr werdet schon sehen, warte, Moment, warte, warte, hier ist, glaube ich, am besten. Und ihr werdet schon sehen, da oben ist einfach ein Ei. Ihr könnt jetzt auch einfach eine Leiter nehmen. Ich glaube, das ist immer am besten, wenn man das so macht mit einer Leiter, zack, nach oben geht. Und hier hinten einfach blub runterfallen lassen. Dann haben wir 16 von 35. Und vom Rathaus aus fahren wir einfach weiter in Richtung Schule, weil hier gibt es auch, glaube ich, 3 Eier, die wir sammeln können. Also 2 in der Schule und 1 außerhalb. Nämlich
Nämlich das erste Ei ist einfach hier richtig fies versteckt. Das sieht man nur ganz, ganz klein, wenn man ganz genau hinguckt, ja. Und ich würde sagen, zack, damit hätten wir das 17. Ei. Und für das nächste Ei müssen wir einfach in die obere Etage gehen. Und man kann entweder eine Leiter benutzen oder man kann auch einfach dahin springen, oder? Nee, ich glaube, man muss eine Leiter benutzen. Zack, nehme ich hier oben, blub. Und hier oben ist das nächste Ei schon gewesen. Das habe ich jetzt gerade aufgesammelt. Let's go, blub. Machen wir die Leiter erstmal weg. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal aufs Dach der Schule, beziehungsweise auf die Seite der Schule in Richtung Skatepark. So, einfach mal nach oben. Wir haben ja eh ein Skateboard, also passt das ja mit dem Skatepark, würde ich sagen. Und dann gehen wir einfach mal hier nach unten. Zack. Und ihr seht schon hier, wie fies ist das hier bitte versteckt, Leute? Oh mein Gott, schreibt es in die Kommentare. Zack, sammeln wir einfach mal ganz entspannt auf. Und weil wir schon hier sind, können wir gleich nochmal ein paar weitere sammeln, die hier versteckt sind. Zum einen gibt es ein ganz spezielles, was nämlich hier hinten, zack, bei der Yacht versteckt ist. So, also würde ich sagen, gehen wir einfach mal auf die Yacht drauf. Ganz entspannt hier nach, oh, ups, 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 hier nach unten. Zack. Und hier gibt es den geheimen Waffenraum. Und hier neben dem Weapons Explosive Paket ist das nächste Ei. Das 20. Ei, was wir finden. Uns fehlen jetzt nur noch 15 Eier, die wir insgesamt finden müssen. Ich würde sagen, ich nehme mal ganz kurz das Skateboard wieder, damit ich mich ein bisschen schneller bewegen kann. Wir müssen das eh gleich wieder loslassen, weil hier in diesem Haus gibt es natürlich auch eins. Wer kennt dieses Haus, Leute? Keine Ahnung. Es gibt nicht viele Leute, die sich irgendwie an dieses Haus erinnern können. Obwohl hier oben irgendwie so ein krasser Mythos ist. Hier kann man nach oben springen. So, Moment, 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 auf dem Dachboden. Warte. So, und einfach blub. Ja, genau so. Nämlich hier mit dieser komischen Puppe. Und direkt neben dieser Puppe liegt ein weiteres Ei, was wir aufsammeln werden. So, dann geht's hier weiter nach unten. Wir nehmen uns hier aber für jetzt endlich mal wieder ein Skateboard, würde ich sagen. Und hier in einem der Bäume befindet sich auch noch eins. Also sofort hier neben der Straße in Richtung von diesem komischen Haus befindet sich eins hier oben im Baum. Blub, sammeln wir das Ganze auf. Und damit hätten wir auch schon 22 Eier gefunden. Und ich würde sagen, wir machen weiter hier beim Wasserfall. Beim Wasserfall gibt es nicht wirklich ein Ei, was man hier so einfach so random aufsammeln kann, auf jeden Fall. Aber wenn wir hier weiterlatschen, ich werde dafür mal jetzt einfach mal ganz kurz eine kleine Taschenlampe nehmen, so zack, damit man das irgendwie besser erkennen kann. Ich hoffe, das Ganze passt für euch so. Und hier können wir vielleicht ein bisschen weitergehen. Zack, let's go. Nämlich hier an diese Steinwand, die auf jeden Fall sich öffnen kann. Und hier, naja, in diesem komischen Raum, wo auch diese Lichteffekte sind, ohne dass irgendwo ein Loch ist, keine Ahnung, ist ein weiteres Ei, was wir jetzt aufsammeln können. Und damit hätten wir 23. Und uns bleiben nur noch 12 Stück, die wir jetzt finden müssen. Von hier aus müssen wir uns jetzt ziemlich weit weg bewegen. Ja, Leute, ich weiß, es ist ein bisschen Dings. Mich müssen wir wieder zurück in die Brookhaven-Stadt. Aber nicht weit hiervon ist sofort das nächste Ei, nämlich da hinten. Ihr wisst Bescheid, da ist auf jeden Fall die Poststation, Los Pachos und bla bla bla, was da nicht auch alles ist. Nämlich in der Poststation befindet sich ein weiteres Ei, was wir aufsammeln können. Ist auch ein bisschen fies versteckt, würde ich sagen, aber man kann es auf jeden Fall sehen, nämlich hier hinten, ja, ihr seht, hier ist kein Ei, nicht hier versteckt, sondern da in dem Paket drin, auf diesem komischen Förderband, keine Ahnung, wie nennt man das eigentlich? Schreibt es in die Kommentare, ich weiß es gerade nicht. Naja, ist aber auch egal, hier nebendran sofort gibt es auch Starbucks und so, bla bla bla. Hier im Rockstar haben wir dann das nächste Ei, sofort hier hinter dem Girls Kleider-Dings, ist auf jeden Fall ein weiteres Ei, blub, was wir einsammeln können, damit hätten wir 25 und uns fehlen uns nur noch 10 Stück, damit wir auf den 35 sind. Hier in der Bank ist auch sofort ein Ei, auch richtig fies versteckt. Blub, let's go. Damit hätten wir 26. Richtig cool. Das heißt, so viele sind es nicht mehr. Jetzt haben wir 9. Let's go. Und hier machen wir sofort weiter, weil der Flughafen gerade in der Nähe ist. Nämlich hier beim Flughafen richtig fies versteckt auch. Braucht man auf jeden Fall eine Leiter. Nämlich die platziert man kurz dahin. Zack. Und dann kann man hier oben ein weiteres Ei sammeln, wenn man es natürlich trifft. Aber ich bin ein Noob. Zack. Da sind wir auch schon oben. Und Leute, alle Eier, die jetzt kommen, sind richtig, richtig schwer versteckt. Bedeutet, wenn ihr irgendeins übersehen habt, dann wird es wahrscheinlich einer von diesen Eiern sein, die ich euch jetzt zeigen werde. Das erste Ei ist natürlich ein bisschen weiter weg versteckt. Ich glaube generell auch alle Eier sind einfach ein bisschen weiter weg versteckt und ein bisschen schwieriger. Für einige braucht man sogar einfach einen Schlafsack. Richtig, richtig schlimm. Aber hier kann man weitermachen und ihr seht, hier sind ganz viele von diesen komischen Bäumen einfach random in Brookhaven verteilt. Und hier in diesem Baum, also richtig am Ende der Map, ist einfach ein Ei drin. Let's go. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Ziemlich entspannt, das Ganze aufzusammeln. Aber ich glaube, hier gibt es sogar noch ein weiteres, wenn wir hier vom Baum aus einfach mal geradeaus nach oben auf diesen Berg. Ihr müsst jetzt nicht sofort hier hinfahren und das in der gleichen Reihenfolge machen. Aber hier hinten, Haus 31, einfach hier hin teleportieren im schlimmsten Fall. Na, ich glaube, da hinten ist das Ganze. Und perfekt, ja, hier ist es auch schon. Also ihr seht, hier hinter dem Haus, zack. Und hier ist ein weiteres Ei versteckt. Damit hätten wir 29 und es fehlen nur noch 6 Eier, die hier ganz versteckt sind in ganz Brookhaven. Das nächste Ei würde ich euch empfehlen, euch einfach zu teleportieren, weil jetzt sind die Eier halt richtig, richtig schwer versteckt. Und zwar müssen wir uns jetzt erstmal, naja, hier einfach mal ein bisschen weiter durchklicken. Und ich glaube, warte mal, wo ist der richtige Ort? Hier, das hier sollte auch schon passen, Haus 23. Oder ihr teleportiert euch einfach zum Haus neben der Scheune da hinten. Keine Ahnung, wie das Haus heißt. Aber egal, wo ihr euch hin teleportiert, es ist auf jeden Fall nicht in Richtung Scheune, wo ihr hin müsst. Nämlich hier in Richtung
Pferdestall, ja. Im Pferdestall ist einfach eins versteckt. Richtig, richtig fies. Und zwar könnte man hier reingehen und hier hinter ist eins versteckt. Blub, ich habe sie jetzt natürlich schon eingesammelt. Deshalb habe ich jetzt 30 von 35 Stück. Und damit fehlen mir nur noch 5 Stück, die wir hier sammeln müssen. Also so viele sind es auf jeden Fall nicht mehr. Und von hier aus können wir sofort weitermachen, würde ich sagen. Einfach mal ganz entspannt hier nach oben fahren. Nämlich hier auf diesem Berg, auch richtig, richtig fies versteckt, ist ein weiteres Ei. Oh mein Gott, richtig, richtig fies. Aber was soll ich sagen? Es geht, ich zeige euch ja, wo das Ganze ist. Hier sind nämlich ganz, ganz viele Bäume, wie ihr sehen könnt. Und hier in dem mittleren Baum von diesen drei hier könnt ihr einfach so kurz entspannt reingehen. Zack. Und hier unten der Baumstumpf. Zack. Ist einfach dieses Ei, Leute. Ja, richtig fies versteckt. Jetzt kommen noch 2 Stück, die richtig, richtig fies versteckt sind. Dafür müssen wir uns aber teleportieren. War genau hier. Haus 35. Da teleportieren wir uns einfach ganz entspannt hin. Hier kann man Häuser platzieren. Aber hier auf diesem kleinen Erdhügel oder was auch immer das sein soll, sind 4 Bäume. Und hinter einem dieser Bäume ist auf jeden Fall ein Ei versteckt. Dann teleportieren wir uns weiter. Es ist das hier. Das dürfte das hier sein. Haus 36, das Ganze. Und hier sofort auf der linken Seite, richtig fies versteckt auch wieder, ist hier einfach ein Ei über dem Wasser. Blub, damit hätten wir 33. Alter, wie schlimm ist dieses Versteck, Leute? Schreibt es euch mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Jetzt kommen die 2 härtesten. Um das Ganze jetzt ein bisschen schneller zu machen, würde ich euch empfehlen, euch einfach von hier aus zu resetten, damit ihr jetzt von hier aus einfach wieder am Spawn seid. Und vom Spawn aus können wir das Ganze ein bisschen einfacher machen. Und die letzten 2 brauchen auf jeden Fall einen Schlafsack, weil man sonst anders nicht dahin kommen kann. Also vielleicht mit einem Flugzeug oder so, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall hier gehen wir rein in diesen kleinen geheimen Tunnel, was uns hier in Richtung, Diebesbunker oder wie auch immer man das nennt, führt. Einfach hier durch diesen Tunnel durchgehen und sofort hier auf der rechten Seite haben wir hier diesen Diebesbunker, wo man halt reingehen kann. Aber davon ist nicht die Rede, weil hier sofort daneben dran, zack, kann man einen Schlafsack platzieren. Ich mach das mal eben und gehe mal kurz da durch. Zack, dann springen wir einmal und da haben wir auch das nächste Ei. Hier kann man natürlich auch mit einem Flugzeug hinkommen. Aber ja, was soll ich euch sagen? Hier können wir auch einfach jetzt mal ganz entspannt wieder rausgehen, hoffentlich. Warte, komme ich hier wieder raus? Okay, ja, ich komme hier wieder raus. Also, alles ist gut. Und von hier aus müssen wir jetzt einfach wieder komplett zurückgehen. Ich glaube, ich nehme einfach den Weg aus der Bank. Warte mal, ich komme hier gar nicht raus, oder ich habe die Karte nicht. Perfekt, dann nehmen wir doch nicht den Weg zur Bank, sondern wir nehmen hier den Weg irgendwo hier rechts. Warte mal, wo ist denn dieser Weg? Okay, ich habe es gefunden, Leute. Also von hier aus einfach geradeaus durch, wieder in den Pool rein und da über uns, hier nämlich der ganze Weg, ihr seht diese Straße, müssen wir auf die linke Seite, ganz, ganz wichtig. Und hier, Leute, wie random ist das bitte, aber hier einfach einen Schlafsack reinplatzieren. Und wenn wir dann im Schlafsack drin sind, seht ihr hier schon eine kleine Fläche, so zack. Und hier ist einfach das allerletzte Ei. Und ich muss jetzt nur gucken, dass ich wieder rauskomme. Perfekt, hat sehr, sehr gut geklappt. Also gucken wir uns das Ganze an, das wunderschöne letzte Auto, was wir hier haben und das größte Auto. Oh mein Gott, wie krass ist das, Leute? Hier können wir wie beim anderen Auto auch hier ganz viele Sachen dran machen. Einmal so ein Robux-Logo oder sowas in der Art. Und hier haben wir Kanonen oder sowas. Okay, der schießt so Laserstrahlen oder sowas in der Art. Richtig cool gemacht, aber. Und dann gibt es hier nochmal die Eier. Und ich glaube, das war's, oder? Ja, das scheint es wirklich gewesen zu sein. Aber dieses Auto, richtig, richtig cool. Generell, das ganze Eiersuchen hier in diesem neuen Oster-Update von Brookhaven war richtig, richtig cool gemacht, Leute. Schreibt in die Kommentare, welcher Modus von diesen 4 Modis, also easy, medium, hart oder extrem, Leute. Schreibt es in die Kommentare, was davon war euer Lieblingsmodus. Auf jeden Fall, die bei extrem waren sehr, sehr krass versteckt, Leute. Muss ich schon offen zugeben. Und ich hoffe, ich konnte euch hier weiterhelfen. Falls ich euch weiterhelfen konnte, dann lasst auf jeden Fall ein Abo auf diesem Kanal da und aktiviert doch gerne die Glocke, um mal benachrichtigt zu werden, wenn ich ein wunderschönes Video hochlade. Schaut auch gerne in der Videobeschreibung vorbei. Dort gibt es einen Link zu meinem Discord-Server. Dort werde ich auf jeden Fall auch manchmal mit euch schreiben, mit euch reden oder was auch immer. Dann gibt es meine Roblox-Gruppe, wo ihr joinen könnt, um diesen freshen Merch zu kaufen, den ich die ganze Zeit trage. Und das Ganze für nur 5 Robux. Also schlagt einfach zu. Hier auf der rechten Seite könnt ihr die letzten Videos abchecken und auf der linken Seite könnt ihr den Kanal abonnieren, um keine weiteren Videos mehr in Zukunft zu verpassen. Ansonsten danke fürs Anschauen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Haut rein und ciao.